Der HSV hat sich gerade verdammt nochmal in der ersten Liga gerettet und in die Relegation hat er es geschafft. Wahnsinn! Fuck, Mann, Alter! Schalke, was könnt ihr überhaupt? So ein Bullshit! Nächste Runde virtuelle Bundesliga. Nächste Runde trauern, weil da einfach der scheiß Hamburger Sportverein nicht absteigbar ist. Letztes Jahr gegen Hoffenheim, dieses Jahr gegen Schalke. Was ist los mit den Leuten? Was ist los? Ey, letztes Jahr war es mit Hoffenheim so knapp. Und mit Dortmund oder was das auch immer war. Und keine Ahnung, ist mir egal. Aber wie kann das passieren, Alter? Hamburg immer noch in Liga 1. Scheiße. Allererstes Spiel gegen den Borussia Dortmund. SV-Verein, FC. BVB Borussia. Die gegen hier 2000, was war das? 13 oder 14 gegen Hoffenheim verkackt haben. Da wäre Hoffenheim fast abgestiegen. Und ich würde sagen, rechnen wir uns mal, weil hier ist gerade Abstiegsparty. Abstiegsstimmung hier, weil Samstag Nachmittag. Und die Bundesliga ist scheiße rausgegangen, Stuttgart ist abgestiegen und ich würde sagen, ich lasse uns jetzt in meinen Frust einfach mal beim BVB raus hier. Los! So, pass auf, ich kombiniere mich da wunderbar durch. Bombardier läuft auf freien Torwart zu und Torwart BATZ! Setz mich um wie der FC Bayern mit Rainer, den hauen wir jetzt rein, Kolzbracke. Hier, wie machen wir den rein? Hoch in die Mitte oder wo rechts? Machen wir einen hoch in die Mitte. Also, rechts hoch in die Mitte, läuft! So, und was willst du dazu noch sagen? Wenn du kämpfst da unten drin? Wenn du kämpfst und Heuberg dich dem Spieler, beim Gegenspieler entziehst, dann magst du das Ding auch irgendwie. Schau dir euch das an. Der wird kalt und gestoßen und gemacht und getan und der ballert das Ding trotzdem ins lange Eck, ins Gambele. Tja, und wer so geil spielt, der wird dann auch irgendwann umgerannt. Hier, nächster Elfmeter. Läuft. Ja, wo haben wir dies und diesmal hin? Diesmal hauen wir hin. Links oben, nein, aber leider. Ja, geben wir mal noch eine Chance dem anderen. Das tut uns ja ein bisschen leid. So, jetzt verarschen wir mal ein bisschen auf die Auslinie hier und auf den Eckball raus. Naja, also geben wir ein bisschen Hoffnung, Schimmer. Also, er darf ja nicht gleich aufgeben. Das wäre ein bisschen zu langweilig. Also, deswegen machen wir hier nach dem direkten Ergebnis 3:0 in der 22. Minute. Ich wollte jetzt hier die Szene extra laufen lassen und weiterlabern, weil hier gleich das 3:0 fällt. Alter, läuft. Hissera. Whatever will be, will be. Ich mache das 4:0. Isera, isera. What will be, will be. Und hier seht ihr mal bombenfest die demonstrative Zerstörung des Gegners. Hier, der Gegner hat keine Chance. Passt mal auf, 2 Million Ways. Jetzt passt mal auf, den werdet ihr irgendwann demnächst hier mal auf der top-deutschen Ebene sehen. Habt ihr das gesehen, Alter? Habt ihr das gesehen? Da kannst du machen, was du willst. Ja, übrigens, heute war das VBL FIFA-Finalturnier in Hamburg oder wo das auch immer war. Und Jan Zimmermann war im Finale. Jan Zimmermann, mein persönliches Vorbild oder was heißt Vorbild? Kumpel von mir, sagen wir es mal so, weil den treffe ich auch immer und zu mal wieder bei den Finalen, bei den Turnieren und mal handschütteln und so selber sagen. Und das war Ala Zimmermann, der im Finale heute war. Leider vorausgeflogen gegen so einen Rasek, Niklas Rasek. Ja, Glückwunsch schon beide, muss man zugeben. Das sind die Pros. Da müsste ich auch mal hinkommen. Deswegen 6:0, geht schon mal gut los. Ja, aber wer da hochkommen will, der muss halt dem Gegner auch ein bisschen Ehre gebühren. Das heißt, dem erlaube ich jetzt hier mal ein Ehrentürchen. Ehrentürchen in der 87. Minute. Das schreibe ich ihm auch gleich. Also, ich gratuliere ihm natürlich zu seinem Gewinn. Ehrentor. Und hau rein. Viel Glück. Servus. Also auf jeden Fall dachte ich jetzt, dass das der Schlusspunkt war, wollte mich schon verabschieden von dem Kerl, aber naja, nach dem Ehrentor muss man natürlich noch eins drauflegen, ne? Weil ich hatte hier 6 Tore Vorsprung und die möchte ich wieder haben, die möchte ich wieder herstellen. Das heißt, ich haue hier mit Jidong Wong meinen 6 Tore Abstand, mache ich wieder wett und mache ich wieder hin und jetzt gibt er auf oder auch nicht. Das heißt, 6:1 auf 7:1 läuft. Ja, und nach dem 7:1 ist der Typ natürlich immer so aufgegeilt, dass er gleich eine Revanche von mir will, also 7:1 steht's. Im Hinspiel, sagen wir mal, machen wir die Revanche. Also wieder ist der Masse Heiler 9, das habe ich schon gleich gesehen hier, 9, Masse Heiler 9. Und schauen wir mal, ob das wieder 7:1 ausgeht. Oder ob wir diesmal keine Überraschung haben, also so 7:0. Also ich meine, wenn du 7:0 gewinnen willst, dann fangen wir mal richtig früh mit dem Tore schießen an. Das heißt 17. Minute, relativ früh, holen wir dem Typen das 1:0 in die Maschen hier. 7:1, das heißt, durch 90 Minuten durch 17 gibt ungefähr 6 circa. Oder 5 bis 6. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir dieses Tempo beibehalten, ungefähr 6 oder beziehungsweise 5 bis 6 Tore in diesem Spiel schießen, wenn man das beibehalten läuft. So, und weil Batz Bum Bam das gebetzte Bum Batz ist, holzen wir jetzt dann demnächst dem Typen das 2:0 hinterher.
Der versucht hier das Ding zu klären, aber nee, nicht mit uns, nicht mit uns, nicht mit uns. Wir bolzen dem mit einem kleinen Pfostenschuss in den Pfosten, aber ja, trotzdem nicht gefährdet. Das 2:0 in der 42. Minute rein. Also ich lasse ein bisschen nach von den Minuten her, aber ich denke 6:0 wäre es trotzdem noch drin. Es wird schwach langsam, es wird echt schwach. 59. Minute, ich habe immer noch kein 3:0 geschlossen. Jetzt ist die 60. Minute, jetzt müssen wir langsam mal aufdrehen, weil 60. Minute, da kann man dann langsam mal Gas geben. Also 60. Minute, 3:0, das heißt, ich habe noch eine halbe Stunde, um unseren alten Vorsprung wiederherzustellen. So, und was willst du mehr? Was willst du mehr als direkt nach einem Gegneranstoß dann direkt das 4:0 nachzulegen? Das heißt, wir haben jetzt hier 60. Minute gehabt und wir holzen dem jetzt, weil wir ja 6:0 gewinnen wollen. Gleich hinterher ist 4:0 in die Maschen. Das heißt, alte Job macht ihr Bats, Boom, Bam. Eine wunderbare Aktion. Bombardier vollendet zum 4:0 in der 63. Minute. Zwei Tore brauchen wir noch. 27 Minuten noch. Läuft! So, Jungs, und weil wir den Typ natürlich mitten in den Boden stampfen, noch innerhalb der 60. Minute, also das heißt von zwischen 60. und 70. Minute, haben wir jetzt drei Tore geballert. 5:0 in der 68. Das heißt, ein 6 bzw. 7:0 ist nicht nur wahrscheinlich, sondern auch fast schon sicher. Ja, Mann! Aber der Typ, ich weiß nicht, der mauert irgendwie und der will alles Mögliche eintreten lassen, damit das 6:0 nicht passiert. Und ich weiß auch nicht, ich habe jetzt allein in den verdammten 20 Minuten kein einziges Tor mehr geschießen können. Schaut euch das an, solche Chancen fallen da. 6:0 bleibt mir leider erspart, das heißt, es ist eine riesen Blamage. Tut mir leid, Jungs, ich habe euch enttäuscht. Der Titel in Liga 1 ist trotzdem drin, auch wenn er nichts wert ist, weil ich wieder nicht 6:0 gewonnen habe, also ist nicht so toll. Aber dafür den Ligatitel, damit muss ich mich jetzt zufrieden geben. Schaut's euch an, Alter. 69 Siege, Ligatitel gewonnen. Das heißt, in der 10. Saison will ich den, was weiß ich, 8. Titel oder was das war. So, jetzt schauen wir uns mal schön die Platzierung an. Bestenliste. Wie viele Punkte ich habe. Schaut euch das an. Erster Platz, 3160 Punkte. Ich habe über 700 Vorsprung auf dem zweiten Platz. Alter, ich bin erster Platz. Also, das virtuelle Bundesliga-Finale, das war schon. Also, ich kann mich nicht mehr qualifizieren. Ich werde noch überholt, leider. Tut mir leid. Und schauen wir uns noch das dritte Spiel an. Und so, nächster Gegner, Borussia Mönchengladbach. Die haben heute das Champions League-Ticket gelöst. Also endgültig. Sind jetzt da als Mannschaft mit einem sehr geringen Etat vor der Saison. Also Respekt, Gladbach, in die Champions League gekommen. Da werden sie sich jetzt mal austoben. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Aber virtuell hast du keine Chance hier gegen Augsburg. Augsburg hat auch heute 5. Platz erreicht. Europa League. Auch das heißt, wir toben jetzt hier in Europa rum. Und Augsburg, ne, wir sind jetzt heute top motiviert. Das heißt, Gladbach, euch boxe ich in den Boden. Euch, ihr Gladbach, du hast keine Chance. Los geht's, erste Chance, schauen wir uns gleich mal an. Bis gleich. Die erste Chance passiert nämlich nach diesem Abstoß. Nach diesem Abschlag, sagen wir es mal so. Der schlägt ab, direkt in meine Füße rein. Und was macht Aldi Top? Der hat da keine Nerven, sagt er da. Schiebt das Ding eiskalt ins kurze Eck zum 1:0. So, genau, weil heute auch Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach gespielt hat. 3:1 hat übrigens Augsburg gewonnen mit einem wunderbaren Saisonabschied. Abschiedsspiel. Und hier macht Chino Wong gleich mal in der 60. Minute das 2:0. Das heißt, wie in Real Life ballern auch hier Augsburg Gladbach über die, ach, was weiß ich. So Jungs, und was soll ich jetzt eigentlich zu der nächsten Aktion sagen? Der Typ liegt genauso wie in Real Life, also hat er 3 Tore gegen den Augsburger FC bekommen, aber der Typ hier hat halt nicht so viel Eier wie die in Real Life. Gladbach, die haben wenigstens in Real Life noch irgendwas auf dem Acker, wegen auf dem Kasten, aber hier im virtuellen Bundesliga gibt der Typ einfach auf und haut hier ab. Packe in der 22. Minute zum 3:0 und der Typ hat keine Lust mehr auf mich. Der Typ haut einfach ab, 3:0 und der haut ab, geht raus, gibt auf. Was ist das für eine Lusche? 3:0, das war's mit der aktuellen Serie. Mit der Hamburger Nicht-Absteig-Serie. 70-3-13 stehen wir hier immer noch auf dem ersten Platz. Und würde sagen, Jungs, ich freue mich auf die nächsten Serien, die nächsten Monate, die nächsten Turniere, an denen ich teilnehmen werde. Wir haben noch auf jeden Fall noch ein paar Spiele übrig. Das heißt, ich glaube, 2 Serien werden noch kommen. Damit verabschiede ich mich und sage Servus!